Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück auf dem Stream-Highlights-Kanal bzw. Reaction-Kanal. Wir werden heute mal wieder auf die Bummis aus dem Dschungel reagieren. Ja, Leute, die Videos kommen immer sehr gut an bei euch. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, auf welches Video wir als nächstes reagieren sollen. Heute, was haben die Bummis heute vor? Sie wollen heute the most amazing swimming pool bauen, also den krassesten Swimmingpool, around the Bamboo Villa House bei Standardskill. Jetzt reicht's mir für Paul Berger! Ancient Skill. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber, um das kurz zusammenzufassen, einen fetten Pool um eine fette Bambus-Villa. Sie wollen so eine komplette Villa bauen, Leute. Lasst ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, ab mit dem Video. So, machen wir hier nochmal... Beste 4K ist ein bisschen zu viel vielleicht. Aber so. Okay. So, also, ihr Paul Berger. Was haben die Paul Berger heute vor? Okay. Machen erstmal ein bisschen. Ah, die haben auch schon ein bisschen vorgearbeitet, ne? Das sehe ich schon. Ah ja, mir können hier nichts vormachen. Okay, er knüppelt hier wieder mit dem Stock in den Boden rein. Der andere baut sich, glaube ich, gerade noch seine Schaufel. Ey, das ist einfach so... Also... Wie viel Kraft das auch kostet, einfach die ganze Zeit mit so einem Stock in die Erde reinzuhauen, ne? Die haben safe, stabilen Brustrückenumfang, ja. Okay, also bis jetzt kann ich noch nicht wirklich erkennen, was es werden soll, wie es aussehen wird, aber... ich denke mal, das wird noch kommen, Leute. Ich glaube, das, was sie gerade bauen, hat etwas mit dem Pool zu tun. Glaube ich. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil da einfach auch schon ein Stück Erde ausgehoben ist. Die bauen da irgendwie noch so Ränder hin. Okay, er holt noch mehr Bambusstöcke. Bambus ist eigentlich so ein krasses Baumaterial. Ne? Die sind voll stabil und innen drin aber auch so hohl und so. Das ist eigentlich voll krass. Okay, die haben da gefühlt eine Bambusfarm hinten. Packen die gerade hier aus. Also schreibt mir auch mal in die Kommentare, vielleicht könnt ihr gerade schon erkennen, was das hier sein soll. Aber ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht durchgeschaut. Ich werde auch wieder so ein bisschen auf den Hintergrund achten, wie es mit der Zeit aussieht. Es wird nämlich jetzt schon wieder dunkel. Ist jetzt schon wieder Dämmerung. Die haben ja heute... Die waren ja gar nicht produktiv. Die haben ja, also, jetzt haben die, finde ich, nicht so viel geschafft. Und es geht schon Sonne unter. Das heißt, erster Tag ist quasi schon um. Ich glaube, das jetzt soll jetzt hier nächster Tag sein, wenn es auf einmal wieder voll hell ist. Das heißt, Tag 2. Okay, die haben aber ein bisschen weitergearbeitet. Die bauen hier ein Gerüst. Nein, ich nehme alles zurück. Es ist nicht für den Pool. Ich glaube, das ist für die Bambusvilla. Das ist der Boden. Das ist das Gerüst so. Sind das Schnüre? Ja, das sind aber Schnüre, ne? Das sind jetzt keine Lernen oder so. Ja. Also ganz 100% dschungelmäßig sind die ja auch nicht unterwegs, ne? Die haben auch ein bisschen Technik von außen bekommen, die. Okay. Ja, man kann drauf laufen. Das sieht zwar irgendwie nicht wirklich stabil aus, aber es hält. Also es wippt aber auch schon echt ein bisschen durch, diese Bambus-Dinge, aber ja, es hält, es hält. Alter, ey, die bauen ja da was, die haben ja richtig was vor heute. Also die letzten Male, auf was haben wir schon alles reagiert? Auf eine Wasserrutsche haben wir reagiert von denen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir noch alles. Aber ich glaube wirklich sowas Großes, was sie da gebaut haben, hatten wir bis jetzt noch nicht. Also ich glaube, das wird hier wirklich eine Villa, was sie hier bauen wollen. Ja, die sind ja ganz wild unterwegs. Einfach wie so Bodenplatten hauen die das da drauf. Und festschnüren. Ah, das ist, glaube ich, voll die eklige Arbeit, dieses Festschnüren, ja. Rasier mal deine Achseln, Junge. juckt die wahrscheinlich einfach gar nicht. Okay, okay, ja, das wird auf jeden Fall die Villa. Das kann man jetzt schon erkennen. Jetzt bauen sie hier noch die schöne Wände hin. Weil mir die Wände nicht so wirklich blickdicht erscheinen. Aber, na gut. Besser als nichts, ne? Muss man ja auch sagen.
Aber kann natürlich auch sein, dass sie da wieder so ein bisschen Lehm dran klatschen oder so von außen, um die Wände dicker zu machen. Weiß man nicht, ob das jetzt letztendlich nur das Gerüst ist oder ob das dann alles ist. Werden wir herausfinden. Stell dich mal vor, ne, die machen ja immer so Videos, diese Jungs, ne? Die machen ja immer so Videos, wie die irgendwas krass bauen. Stell dich mal vor, die haben sich selbst schon, das haben die aber gar nicht für YouTube gezeigt, haben die sich schon so diese geisteskranken Villen so aus Lehm gebaut, mit hier Pool, hier läuft Wasser runter, hier Wasserversorgung, Rutschen und so. Könnte ich mir vorstellen, ja, wenn die allein so mal in so ein paar Tagen sowas auf die Beine stellen, wenn die mal so ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr investieren für ihre eigene Hütte, Alter, dann kommt richtige Lehmvilla raus. Wird jetzt hier gerade gepfiffen. Okay, und der Tag neigt sich, glaube ich, auch schon langsam wieder dem Ende zu. Ja, Sonnenuntergang, das war der zweite Tag. Okay, heute haben die gut was geschafft, ja. Heute ist stabil. Füße, lecker, ja. seid ihr auch so Menschen, die einfach Füße ekelhaft finden? Also ich stehe auch gar nicht auf Füße. Aber es gibt ja auch viele, es geht ja wirklich, kurzer Themawechsel hier an der Seite, an der Stelle. Ich habe es auch schon wirklich öfter in meinem Freundeskreis gehört von Typen, es gibt wirklich viele Männer, die bei Frauen auf Füße stehen. Ich finde Füße einfach nur ekelhaft. Also auch natürlich bei Frauen so, ne? Wenn die so kleinere Füße haben und so. Und okay, es kann süß, ne? Also es ist süß, wenn Frauen kleine Füße haben, so, weißt du? Frauen sollten jetzt nicht so große Füße haben, aber ich finde das jetzt einfach nicht irgendwie so sexuell erregend, wenn ihr versteht, was ich meine. Kleiner. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, steht ihr auf Füße? Ich meine, ich will mich darüber nicht lustig machen, weil wie gesagt, viele aus meinem Freundeskreis, wirklich gute Freunde von mir, die sagen, boah, die finden das voll geil bei Frauen. Deswegen so, also, ne, es ist jetzt hier gar kein Hate an die Leute, aber kommt vor. Aber ich fühle das gar nicht so, ich finde Füße eigentlich immer ekelhaft. Okay, jetzt, das wird, glaube ich, der Pool, den sie hier bauen. Also die Villa steht ja jetzt schon, es ist so eine kleine Blockhütte. Der Pool, das wird jetzt der Pool davor, ja. Auch cool. Boah, wird das hier etwa ein Kanalsystem? Bauen die hier gerade irgendwie so eine Kanalisation? Oder was ist das? Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Okay, jetzt wird's ganz wild hier. Jetzt wird's ganz wild, Junge. Ah, ich glaube, die gehen jetzt wieder diesen Lehm holen. Glaube ich. Beim Wasser, oder? Machen die jetzt so. Ja, genau, so diese Baumaterial brauchen die jetzt. Damit das Wasser nicht rauslaufen kann. Krasse Tactics haben die am Start. Ach krass, aber letztes Mal, die Leute, die haben das wirklich aus so einer grauen Masse gemacht, wo die irgendwo am Wasser gefunden haben. Das war irgendwie so betonmäßig, lehmmäßig, ich weiß nicht. Aber die haben sich das jetzt, die machen sich das einfach aus Matsch und aus Gras quasi. Und diese Grasfasern halten das Ganze dann auch nochmal zusammen. Geht anscheinend auch, ja. Ja, richtig schön. Ja, das sieht doch lecker aus. Alles hier verputzen. Stark. Stark macht ihr das. Boah, jetzt schon Nacht. Die arbeiten bis in die Nacht. Aber sie wollen ihre Poolvilla fertig machen. Das ist jetzt alles gerade am zweiten Tag. Die sind dieses ganz andere produktiv gerade. Jetzt wird es aber Zeit, schlafen zu gehen, Jungs. Ne? Jetzt ab in die Haier. Und nächster Tag jetzt. Jawohl. Und sie sind wieder am Start. Okay, jetzt bauen sie hier sogar schon so, ne? Oh, eine Kröte. Ey, bitte esst ihr nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das Teil essen. Jetzt bauen sie hier sogar schon so diese Ränder hin. Also jetzt geht es hier schon ein bisschen um diese Optik. Okay, da haben sie jetzt eine Platte gebaut. Ach, das wird die Tür. Das wird, oder? Oder werden das die Dachplatten? Ich weiß gar nicht. Aber Tür wird auch passen vom Ding her. Ach, eine Drehtür. Alter. Clever. Einfach eine Drehtür haben die sich gebaut. Stabil. Hält. Ich,
weiß halt nicht, ob dieser Matschrand, was sie da gemacht haben, für den Rand am Pool, ob das hält. Weil auf dem Boden haben die auch wieder diese graue Paste. Und die graue Paste erscheint mir auch besser so. Weil das andere ist ja Matsch und das löst ja irgendwann auf bei Wasser, oder? Naja. Die werden schon wissen. Die werden schon wissen, was sie machen. Wasserquelle haben sie auch direkt parat. Oha, jetzt bauen die hier sogar so ein... Oh, so ein Zaun. Krass. Finde ich nice. Aber ein Dach fehlt denen noch. Ah, jetzt machen sie... Nee, ich dachte... Hä, was ist das denn? Einfach nur für die Deko oder was? Oh, da sind kleine Wauwaus. Das sind einfach Dschungelhunde. Ich glaube, die Dschungelhunde können auch sowas bauen. Alle, die da wohnen, können was bauen. Ah, die Hunde sehen cool aus. Jetzt kommt's Dach. Der robbt da gleich die ganze Hütte weg, ey. Okay, das war wohl nur nur aus Deko-Gründen, diese Platten, was sie da dran gegangen haben. Okay, ja, und noch die Palmblätter aufs Dach, jawohl. Boah, was sind das für riesige Blätter? Habt ihr das gesehen? Alter, das ist so ein Blatt, heftig. Brutal, Junge. Ha. Das macht irgendwie so ein bisschen Urlaubsfeeling, ne? Diese grünen Blätter da oben. Ah, nice, ich feier das. So, oh. Ich glaube, die bauen gerade einen Sonnenschirm. Alter, aber wie gut das aussieht. Einfach nur mit natürlichem Zeug, ne? Der Sonnenschirm, der sieht anders gut aus. Crazy. Krass. Wenn jetzt noch so eine Poolliege, dann ist alles am Start. Ich glaube, jetzt wollen sie diese Kanalisation bauen. Weil Kanalisation ist jetzt übertrieben an, aber diesen Kanal, der das Wasser... Das ist einfach ein fetter Wasserbüffel oder eine Kuh oder keine Ahnung was. Aber es ist fett. Genau, jetzt brauchen die natürlich noch die Wasserleitung für den Pool. Ich glaube, das kommt jetzt. Stell dir mal vor, dieser Büffel reißt jetzt einfach kommt jetzt einfach auf das Haus eingerannt, macht alles kaputt und die haben so 5 Tage dran gebaut. Ich weiß auch gar nicht, an welchem Tag wir mittlerweile sind. Ich glaube, es ist jetzt der 4. Tag oder so. Ah, die Kanalisation oder ich sag, die Wasserleitung funktioniert. Funktioniert. Ja, okay. Okay, also jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass es wirklich Dschungelmenschen sind, die alles nur mit natürlichen Sachen bauen. Wie da das Wasser rausgespritzt bekommt, da brauchen die safe eine elektrische Pumpe. Also Strom und eine Pumpe, wo man so im Baumarkt kauft. Ihr wollt mir erzählen, dass aus diesem kleinen Wasserrohr, wo so ein bisschen Wasser durchläuft. Ah, ja. Okay, jetzt habt ihr eure Credibility bei mir zerstört, Dschungelkinder. Jetzt glaube ich euch nicht mehr, dass ihr wirklich Dschungelkinder seid. Aber okay, es sieht trotzdem krass aus, wie das Wasser da, wie so ein Wasserpark. Alter. Naja, also jetzt glaube ich euch gar nichts mehr. Aber es sieht trotzdem krass aus, muss ich den lassen. Also selbst wenn man Werkzeuge hätte, würde ich mal sowas krass auf die Beine bekommen. Einfach allein die Idee so ist schon heftig.
Hat er gerade versucht zu schwimmen in so 30 cm tiefem Wasser. Aber ich glaube, das Wasser läuft irgendwo raus. Das läuft hier irgendwo raus. Das wird weniger. Deswegen zeigen die das Wasser jetzt auch gerade nicht mehr. Ja, ja, ich habe euch durchschaut. Das läuft irgendwo raus. Ihr habt einen Baufehler gemacht. Guck mal, da ist kaum noch Wasser drin. Da ist gar nichts mehr drin. Man sieht das auch schon, dass es abgelaufen ist. Mir könnt ihr nichts vormachen. Ja, das... Ah, egal, ist trotzdem krass, muss man sagen. Und jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Tür zu. Nice. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es mal wieder gewesen sein von einer weiteren Episode iCrimex. iCrimex kritisiert Dschungelkinder. Schreibt gerne in die Kommentare, auf was für ein Video wir als nächstes reagieren sollen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like, dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute, euer iCrimex.